Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Hallo liebe Davini, schön, dass du da bist. Bevor ich jetzt zum Thema des Videos komme, möchte ich vorher noch mal was sehr, sehr Wichtiges sagen. Also vielen Dank für deine Treue. Vielen Dank, dass du wieder eingeschaltet hast nach so langer Zeit, dass kein Fitnessvideo auf diesem YouTube-Kanal war. Vielen Dank auch für die ganzen Kommentare, Likes und so weiter, die in den letzten Videos eingegangen sind. Ich mache ja schon seit ein, zwei Monaten wieder neue Videos und auch beim letzten Update-Video. Schön, dass viele eingeschaltet haben. Echt vielen, vielen lieben Dank. Ich weiß, diese Treue hat sehr viel zu bedeuten und sie liegt mir sehr am Herzen. Die zweite Sache ist, ich werde hier auf diesem Fitnesskanal richtig Gas geben. Also so wie du das von mir kennst, ich habe richtig Power, auch in den Videos, bei den Workouts gebe ich immer richtig Power und das werde ich weiterhin machen auf allen Fitnesskanälen, die ich habe. Facebook, Instagram, in meinem Newsletter sowieso, in meinem Programm auch, da gab es ja die ganze Zeit Neuigkeiten und da habe ich auch viel dran gearbeitet, aber das ist ja Thema des letzten Videos. Ich habe jetzt auch wieder neue Motivation gefunden, um diesen Kanal wieder mit richtig Vollgas weiterzuführen. Und wieso das so ist, darauf komme ich jetzt zu sprechen. Das jetzige Thema, es ist eine sehr, sehr aufregende Neuigkeit für mich und es ist auch etwas sehr, sehr Aufregendes. Das, was ich dir jetzt hier vorstelle, existiert in dieser Form gar nicht und sowas macht kaum einer. Kaum einer traut sich das. Es geht, wie du es dir wahrscheinlich schon vorstellen kannst, wie ich das im letzten Update-Video schon angekündigt habe, um einen zweiten Kanal. Ich habe tatsächlich einen zweiten Kanal, aber Vorsicht, bevor du jetzt erstmal zu dem anderen Kanal gehst, möchte ich dir erstmal eine Sache dahinter erzählen, eine Story und meine Motivation dahinter erzählen. Einige von euch haben ihn schon entdeckt und erstmal, ja, wirklich ein großes Lob. Du bist sehr aufmerksam. Die Person, die es schon entdeckt hat oder die Person, es waren mehrere, glaube ich, ziemlich krass. Ich war sehr begeistert, das zu lesen, dass es schon jemand mitbekommen hat, weil das wirklich in den Kinderschuhen steckt. Ich hole ein bisschen aus, nicht zu weit, ich mache es relativ kurz. Also der Fitnesskanal hier, in diesen Videos, in allen meinen Videos, auch in meinem Programm oder so weiter, am Ende sage ich ja immer sehr, sehr motivierende Worte, auch zwischendurch meistens, dass jeder seinen Traumkörper erreichen kann und dass ich da fest dran glaube. Das ist so, ich motiviere immer so, ich weiß es, dass es möglich ist, weil ich an vielen anderen Mädels gesehen habe, dass es möglich ist, dass wenn man dran glaubt und an sich arbeitet, man auf jeden Fall seinen Traumkörper erreichen kann. Ich habe es bei mir selber gemacht und wie gesagt, bei ganz vielen anderen gesehen. Ich meine das aber nicht immer nur auf die Figur bezogen. Eigentlich sage ich auch manchmal so Sprüche, du kannst sowieso alles erreichen, was du möchtest, wenn du an dich glaubst und an dir arbeitest. Daran glaube ich wirklich im ganzen Leben. Wenn ich nicht daran glauben würde, würde es diesen Fitnesskanal überhaupt nicht geben. Es gab so viele negative Stimmen damals, als ich diesen Kanal gestartet habe, die da voll gegen waren. Die meinten, na Veronika, wer schaut sich denn das an? Bist du denn sicher? Und alles Mögliche. Guck dir das doch mal an, wie das aussieht. Ja, natürlich, das erste Fitnessvideo war noch lange nicht so gut wie die jetzigen Fitnessvideos. Ich habe mich natürlich entwickelt, klar. Und wieso habe ich mich entwickelt? Also einmal habe ich daran geglaubt, dass es wirklich richtig gut wird. Aber ich habe auch Feedback verarbeitet, also konstruktive Kritik verarbeitet und ständig weiter die Videos verbessert. Hätte ich damals auf die Leute gehört, hätte ich diesen Kanal nicht gemacht, dann gäbe es nicht diese Community, dann gäbe es diesen Zusammenhalt nicht und es gäbe so viele Mädels nicht, die schon erfolgreich ihre Figur erreicht hätten, ihre Traumfigur erreicht hätten, die ihre Ernährungsumstellung nicht gemacht hätten. Es gäbe so viele Sachen, die nicht passiert wären und das fände ich, also das wäre richtig traurig einfach. Ja, aber es gab eine Zeit, das ist schon, weiß ich nicht, 10 Jahre her oder auch in meiner Teenagerzeit, da habe ich nicht so stark an mich geglaubt. Ich habe meistens so Sachen angefangen und da mal so Gas gegeben und stark an etwas geglaubt und dann nach einer Zeit, wenn ich mich so ein bisschen entwickelt habe, dann kamen natürlich so ein paar kritische Stimmen, die vielleicht sehr, ja, also die war auf jeden Fall, die waren in der Zeit sehr, sehr negativ. Und haben mich so richtig runtergemacht. Die haben mich dann sehr viel von meinen Träumen abgehalten. Es gibt nämlich einen großen Traum, den ich noch nicht angegangen bin. Vorweg, also Fitness ist eine Riesenleidenschaft von mir. Ja, das wird es immer bleiben und dieser Kanal wird weitergeführt. Es wird auf allen Fitnesskanälen weiterhin was von mir geben. Ich bin hier für dich da. 100%. Aber es gibt noch eine zweite Leidenschaft von mir und das ist die Musik. Das habe ich einmal ausgelebt, indem ich als Tänzerin gearbeitet habe. Das habe ich auch schon öfter in meinen Videos erwähnt. Und ich habe aber eine noch größere Verbindung zur Musik als nur Tanzen. Es gibt nämlich die Sache, dass ich sehr, sehr gerne Musik mache und auch singe.
Und ich habe das damals angefangen und ich hatte eine Gesangslehrerin, die mich da extrem von abgebracht hat, weil sie meinte, du bist Tänzerin, du bist zu fest am Bauch, du kannst auf gar keinen Fall richtig Solo-Künstlerin werden. Du wirst wahrscheinlich immer nur hinten im Chor stehen oder du wirst es einfach nicht packen, weil du einfach Tänzerin bist. Du bist hier zu steif. Das habe ich nachher herausgefunden, nach einigen Jahren, nachdem sie mir so ja, negative Sachen eingeflößt hat und das ja jede Stunde wieder. Ne? Ich habe sie nicht einmal gesehen, ich habe sie mehrere Wochen und Monate und Jahre gesehen und ich habe immer gedacht, so, das kann doch nicht sein, dass ich das nicht schaffe. Ich mache doch Fortschritte ein bisschen, aber sie wusste einfach nicht, wie sie mich unterrichten soll. Das habe ich dann nachher herausgefunden. Und natürlich habe ich dann nachher auch noch gelesen, dass sie gar keine richtige Gesangslehrerin war, sondern so ein bisschen gesungen hat, aber auch nie so wirklich erfolgreich war in dem, was sie getan hat. Und deswegen habe ich dann einfach ja, auch sehr dann an ihrer Kompetenz gezweifelt. Das nur nebenbei, aber das, was ich dir damit sagen möchte, ist einfach, dass es auch viele Leute gibt, die, egal ob sie jetzt kompetent sind oder nicht, die einfach etwas kaputt reden und dass dich das so kränkt, dass du etwas nicht angehst. Das war bei mir so. Ich will auch gar nicht so auf diese Personen abzielen, denn es ist nicht gut, sich davon abbringen zu lassen, sondern es ist viel besser, dass man so einen starken Glauben an sich hat, dass man weiß, dass man es schafft und an sich glaubt. Das hatte ich damals nicht. Ich habe mich aber natürlich weiterentwickelt. Die Jahre sind so, ja, vergangen und ich habe das jetzt irgendwann mal gelernt, dass man eigentlich alles schaffen kann, was man möchte. Wieso eigentlich? Natürlich gehört dazu, dass man an sich glaubt und an sich arbeitet und ständig verbessert, sich immer wieder anschaut, okay, was kann ich besser machen? Und durch die Erfahrungen zum Beispiel mit diesem Fitnesskanal und die ich auch im Leben gemacht habe, weiß ich, wie viel alles möglich ist im Leben, wenn man wirklich an sich glaubt. So, das wende ich auch bei mir in der Musik an und das wende ich auch mit meinem neuen Kanal an. Ich habe die Videos bestimmt noch nicht da, wo ich sie haben möchte, aber ich glaube fest daran, dass das richtig gut wird. Wieso habe ich gerade erklärt? Weil ich 100% dahinter stehe und weil ich es immer weiter verbessere. Ich habe mir also mein Herz gefasst vor kurzem und habe gesagt, okay, ich mache das jetzt, ich mache eigene Songs, ich wollte schon immer eigene Musik machen und meine eigenen Texte rausbringen und Leute mit meinen Stories inspirieren. Auf der ganzen Welt, das wollte ich schon immer mal machen und das mache ich jetzt und das ist ein großer Traum von mir und ich möchte diesen Traum nicht weiter zurückstellen. Und vor allen Dingen, Zeiten ändern sich so enorm. Heutzutage ist es einfach möglich, dass man seine eigenen Songs auf einen YouTube-Kanal stellen kann, mitten im Musikvideo, dass man die eigenen Songs bei Apple Music einstellen kann und einfach auf einen Schlag es ganz viele Menschen auf der ganzen Welt hören können. Das war damals nicht möglich in den 90er Jahren. Da konntest du das nur über eine Plattenfirma machen. Natürlich kannst du das nach wie vor noch mit einer Plattenfirma machen, musst du aber nicht. Ich meine, das ist eine Revolution. Wie geil ist das denn? Das kann man einfach jetzt machen. Und ja, ich bin da richtig aus dem Häuschen, denn das ist für jeden möglich, auch für dich. Und wenn du irgendeinen Traum hast, den du machen möchtest, mach ihn. Ich habe vor ein paar Tagen, also kürzlich, auf Facebook die Sache schon geteilt, meinen neuen Kanal. Und eine davon meinte auch dann, boah, Veronika, ich kann dich so verstehen, ich wollte auch schon immer singen und ich habe sie jetzt auch inspiriert, das nochmal zu überdenken und auch diesen Schritt zu gehen und auch nochmal selbst zu singen. Ich teile es jetzt hier also erstmalig auf diesem Kanal, ich bin richtig aufgeregt und vor allen Dingen, ich habe vor einem Monat diesen Kanal erst gestartet und er hat jetzt schon 2000 Abonnenten und ich habe diesen Kanal noch nicht mal auf diesem Fitnesskanal geteilt und da bin ich einfach so enorm begeistert von, dass das so schnell schon die Runde gemacht hat. Und ein paar Mädels aus Lettland, die schon richtig eingefleischte Fans sind, die haben das sogar in verschiedene Playlists schon gepackt und dass der Kanal schon richtig gute Aufrufe bekommen hat. Die haben es ihren Freunden gezeigt und die mir auch Nachrichten geschrieben, dass die richtig inspirierend sind, die Songs. Und das ist das erste Feedback, ja. Hier ist die Aufforderung für dich. Der Link ist unter diesem Video in der Videobeschreibung. Schau ihn dir an. Wenn du möchtest, kannst du bei dieser Reise mit dabei sein. Ich weiß, es ist ungewöhnlich, das in diesem Stadius schon zu teilen, aber ich stehe da voll hinter. Ich finde es richtig cool. Mir macht es richtig Spaß und es ist richtig befreiend, zu singen und Musik zu machen und da alles rauszulassen, was bisher nicht raus konnte. Wenn du mich da nicht begleiten möchtest, dann bleibt dir das überlassen, dann musst du da auch nicht weiter hinschauen und du kannst auf diesem Kanal bleiben, hier auf dem Fitnesskanal und dir nur die Fitnesssachen anschauen, denn hier wird weiterhin was kommen, wie ich das ja auch schon gesagt habe. Es wird aber richtig fett. Das war es jetzt von meiner Seite. Wenn du nochmal möchtest, dass ich da ein ausführlicheres Video zu mache, zu meiner Motivation dahinter, nochmal ein bisschen mehr von früher erzähle oder überhaupt zu der Entwicklung, dann schreib das gerne auch als Kommentar unter diesem Video.
Dann mache ich dazu dir auf jeden Fall noch gerne ein anderes Video, nehme noch ein weiteres Video zu auf. Viel Spaß beim Durchforsten meines neuen Kanals. Du wirst wahrscheinlich erstmal ein bisschen überrascht sein, denn du wirst dort nicht Veronika finden, sondern ich mache das da nicht als Veronika Gerritsen, sondern als Wie. Und ich zeige mich da von einer ganz anderen Seite, so wirst du mich wahrscheinlich noch nicht kennen. Gib dem Ganzen mal eine Chance, lass es mal sacken und die Challenge für dich ist jetzt: Kannst du jetzt schon eine Entwicklung bei meinen Songs feststellen? Hat sich jetzt schon was verbessert, verschlechtert oder was ist dir so aufgefallen? Also lass es mich gerne wissen. Ich bin offen, auch wenn bisher sind schon ein paar Hate-Kommentare reingekommen, weil sie überrascht waren, weil sie auch noch nicht von mir so die Hintergründe auch wahrscheinlich wussten. Es ist okay, jeder hat seine eigene Meinung, ich habe auch meine Meinung und wie gesagt, ich stehe da voll hinter. Also viel Spaß beim Anschauen, bis zum nächsten Video und vielen Dank fürs Reinschauen. Ciao!